Es berührt uns einfach anders, wenn wo was unberührt ist. Das heißt, da war auch, wir müssen in dem, dass wir das Unberührte erleben, auch weitestgehend spurenlos und berührungslos das belassen. Wir sind ein kleines Schutzgebiet, also man kann sagen Wildnis in komplett urbanem Bereich. Sonst hat man eigentlich Nationalparks in alpinen Raum oder in den großen Waldgebieten. Unser Nationalpark, der Nationalpark Deyerdahl, ist wirklich eben so ein Kleinod in der Kulturlandschaft und das macht es für mich eigentlich spannend. Das Besondere ist sicher, dass der Nationalpark Deyerdahl so ein Grenznationalpark ist. Also es ist ein grenzüberschreitender Nationalpark von Österreich und Tschechien. Es sind eigentlich zwei Nationalparks, ein tschechischer Nationalpark, ein österreichischer Nationalpark. In beiden Ländern ist der kleinste Nationalpark. Aber was heißt Besonderes, ist die Geomorphologie des Nationalparks. Wenn man durch die Landschaft fährt, dann sieht man eigentlich gar nicht viel davon. Wenn man aber da beim Nationalparkhaus dann weiterfährt, dann taucht man ein in dieses schöne Waldgebiet, in diese Tallandschaft und entdeckt eigentlich, dass das total faszinierend ist, dass da Berge gibt, dass da Felsschluchten gibt, die man von oben, von der Landschaft eigentlich gar nicht sieht. Wenn Sie da über einen Hügel gehen, über eine Bergkuppe, haben Sie auf der anderen Seite oft eine ganz andere Vegetation als wie vorher. Und das macht es sehr spannend. Die Nationalparkverwaltung gibt es seit 1999 und wir haben zuerst mit einem wirklich sehr kleinen Büro in Hardegg begonnen und erst 2003 wurde das Nationalparkhaus da gebaut und da ist unsere Verwaltung dann eingezogen. Der Gast kann hierher kommen und kann sich informieren über den Nationalpark. Er kann sich informieren, was er hier machen kann. Also wir haben eine Ausstellung im Haus, wir haben Wildkatzengehege direkt beim Haus. Wir sind Anlaufstelle für die Region. Das heißt, wir geben nicht nur Informationen zum Nationalpark, sondern auch, welche Ausflugsziele gibt es in der Region, wo kann man hingehen, was kann man sich anschauen. Wir bieten verschiedene Führungen an, Stadtführungen, Führungen im Nationalpark, auch historische Führungen nach Tschechien rüber. Also wir decken ein relativ großes Gebiet ab, was wir den Leuten bieten können. Thank you.
Also wir haben auf 3% der Fläche von Österreich haben wir Nationalparks. Und da ist halt das Motto, wir lassen die Sachen so, wie sie sind und geben der Natur den Raum, sich selbst zu entwickeln und sich selbst zu entfalten. Dass eben die Wälder so bleiben, wie sie sind, dass nichts verändert wird und zum Beispiel eben, dass viel Totholz bleibt, steigert dann eben auch die Artenvielfalt, die sehr wichtig ist. Wir wollen das Unberührte bewahren, wollen das Unberührte fördern, wollen es schützen und wollen aber gleichzeitig, dass dieses Unberührte die Menschen berührt. Also, dass die Menschen auch dieses Unberührte, dieses Besondere erleben können. Und wenn man in den Nationalpark geht und diese beeindruckenden Wälder sieht zum Beispiel, dann kann man sich vorstellen, was das heißt im Vergleich zu anderen Waldgebieten, die vielleicht intensiver genutzt sind. Also was das heißt, wenn man so eine wirklich schöne, beeindrucksvolle Natur hat, die sich entfalten kann, ohne dass der Mensch mit der Motorsäge kommt. Ja, prinzipiell greifen wir nicht ein, wir haben aber bei der Nationalparkwerdung im Managementplan festgelegt, dass wir Bereiche, die von Menschen doch auch genutzt wurden, wo eben künstlich vor allem Fichte, Weißkiefer und Orthoglasie eingebracht wurde, da haben wir gesagt, das wandeln wir um. Aus dem Grund, weil wir doch ein schmales Band entlang der Theia sind und an der Grenze Betriebe, Forstbetriebe wirtschaften und leben von der Forstwirtschaft, und wir haben gesagt, dort werden wir der Natur zu Springer helfen, den Wald umwandeln, damit wir kein Problem haben mit dem Borkenkäfer. Der Borkenkäfer wäre für den Nationalpark kein Problem, aber was wir eben nicht wollen, dass wir Käferprobleme an der Grenze haben mit unseren Nachbarn. Unsere Maßnahmen, die wir umsetzen, die begründen sich eigentlich auf die Ergebnisse der Forschung. Also die Forschung sagt uns zum Beispiel, welche Lebensräume wir besonders schützen sollen, welche Gebiete wir unbedingt vom menschlichen Einfluss fernhalten sollten oder müssen und welche Gebiete vielleicht eine bestimmte Pflege brauchen. Die Trockenrasen und Wiesen, da gibt es eigene Pflegekonzepte, die werden ja weiter gepflegt, und da ist so, dass diese regelmäßigen Maßnahmen dazu beitragen, dass die hohe Biodiversität, die es da gibt, erhalten bleiben. Naja, man soll sich in der Natur auch mit Respekt gegenüber der Natur verhalten. Das heißt, ich kann sie nutzen, und es ist auch gut, dass wir draußen in der Natur sind, dass man praktisch, ich erhole mich, es soll Spaß machen, dass ich in der Natur bin, aber natürlich soll man ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Wildtiere, auf die Natur generell. Wenn man jetzt was mit rausnimmt, soll man das auch wieder mitnehmen, das heißt, keinen Müll draußen lassen. Man soll nicht zu laut sein, man soll es halt einfach so anpassen der Natur, wie sie ist. Und dann, glaube ich, macht es einen riesengroßen Spaß, wenn man draußen ist. Allerdings funktioniert das nicht oft beim ersten Mal. Also wenn man in die Natur geht, ich glaube, das braucht mehrere Schritte oder mehrere Tage, dass man sich an die Natur gewöhnt. Es ist was Einzigartiges, und ich glaube, wenn man das dann geschafft hat, dass man da so ein Ort im Einklang mit der Natur ist, ist das ein wunderbares Erlebnis. Also natürlich, je leiser man sich durch die Natur halt begibt, umso mehr kann man sehen und je mehr kann man auch wahrnehmen. Also ich würde mal empfehlen, sich einfach irgendwo mal ganz ruhig hinzusetzen und einfach nur die Eindrücke auf einen wirken lassen. Wenn man um die Vielfalt der Natur weiß und die Funktionen der Natur weiß, dann kommt man auch sehr stark ins Staunen.